Es ist die absolute Sensation der Messe. Es ist Wojo aus Polen, so kann man sagen. Das Ganze wird hier in Deutschland auch vertrieben. Und es ist eine Sache, mit der du für relativ überschaubaren Aufwand und Kostenaufwand deinen Camper umbauen kannst. Und du kannst die Möbel sogar zu Hause verwenden. Das ist total cool. Das Ganze geht sehr schnell. Das ist so ein Modul hier. Ist das schwer eigentlich? Nee. Wenn man das, hier sind ja auch überall Griffe dran, also es lässt sich super transportieren. Aber das, trotzdem stabil, ne? Also. Ja, ich hab's genannt, so ein bisschen Lego-Technik für Möbel, die da kommt. Ihr habt natürlich nichts mit Lego zu tun, ganz klar, aber trotzdem kommt einem so direkt ein bisschen der Gedanke, das Ganze kannst du zusammenstecken. Du bist der Peter, grüß dich Peter. Hallo. Ja, ihr kommt aus Polen. Du bist auch, ich sag mal, der polnischen Sprache mächtig, richtig? Jawohl, das bin ich. Ja, und du sprichst auch sehr gut Deutsch, das ist so. Und du bist der Bastian, grüß dich Bastian. Ja, grüß dich, hallo, wir kennen uns ja. Ja, ihr glaubt an die ganze Sache. Du darfst es gerne mal abstellen, wenn du möchtest, denn wir filmen einmal kurz rein. Ja. Guck mal hier, Simone, das ist jetzt ein Campervan, umgebaut mit Möbeln von Wojo. Ja. Und das Geile ist, das ist jetzt die Sitzposition tagsüber. Wenn du mal kurz reingehst durch die Haupttür vorne und dich mal hinsetzt, dann können wir das Ganze mal sehen. Es sind Möbel, die in 0, nichts in verschiedene Situationen umgebaut und auch ausgebaut werden können. Das ist das Besondere. Und jetzt haben wir diese Face-to-Face-Sitzgruppe und daraus kann man ruckzuck auch ein Bett machen, oder? Eben. Ne? Jetzt haben wir eben diese Sitzgruppe und sollte eben das Wetter umschlagen oder ähnliches, wir müssen mal spontan ein Bett bauen oder wollen es jetzt einfach mal umbauen zum Bett, dann geht das ratzfatz. In wenigen Minuten haben wir jetzt hier eine Liegefläche von 1,20 Meter mal 2 Meter. Das Geile ist, du kannst das zu Hause verwenden als Gästebett. Eben. Du kannst das als Kinderzimmer verwenden, wenn du es nicht brauchst. Du kannst das, weil die sind so lustig designt, die Möbel. Das Ganze war unglaublich viel Aufwand, Peter. Das sieht so einfach aus, so ein kleines Möbelstück zu machen. Aber dahinter, das ist absoluter Hightech, oder? Jawohl, die Entwicklung dauerte ein ganzes Jahr. Wir hatten unzählige Proben gefertigt, bis wir zu dem Ergebnis gekommen sind, wie man heute sieht. Das Ganze? Bitte? Was war daran so schwer? Für was habt ihr so lange gebraucht? Ja, die Konstruktion zu finden, in der die Verbindungselemente an die Kisten stabil verbaut werden können und dass die auch zusammen dann auch passen. Ja, sag's ruhig, das ist kein Problem. Viel Arbeit, oder? Viel Gehirnschmalz? Viel mäßig halt. Okay, ausprobieren auch ein bisschen, ja. Das heißt, auch ausprobiert. Genau, das war. Die Stücke, die waren auch sehr oft im Gelände. Wir hatten es untersucht unter verschiedenen Umständen in vielen Autos. Kleineren Caddies, größeren Transportern, damit wir auch zu dem Ergebnis kommen, was noch fehlt, was verbessert werden kann. Ja, ihr werdet hier gefeiert auf der Messe. Es ist die Revolution. Ich habe das der ARD sogar vorgeschlagen. Kommt mal hier filmen. Und denn man kann es ruckzuck umbauen. Die Polster sind dabei. Das gibt so Sets, also wo du wirklich alles mitmachen kannst. Und ist das denn schwierig, wenn du mir das mal gerade zeigst hier vorne? Hier sind zum Beispiel zwei Stücke zusammen verbunden. Ja. Wenn du mir das mal gerade zeigst. Das ist das Verbindungselement, was uns erlaubt, zwei Kisten miteinander zu verbinden. Stabil. Und auf dem wird auch die Fläche hergebracht, wo die Deckel liegen. Das Ganze rastet direkt ein. Also wenn du es gerade nochmal hochnimmst, mach mal gerade, und mal komplett abnimmst, mal in die Hand nimmst, dass du mir mal beschreibst, auf dem Polster auf der Rückseite, da sind die Deckel mit drauf. Genau, hier haben wir die Lösung, drei kleine Deckel. Die gibt es auch als einen großen. Kommt drauf an, wo die Anwendung gerade vorgesehen ist. So, und wenn du jetzt drauf gehst, das Wichtigste war, die Spaltmaße nicht zu viel, nicht zu wenig, damit das direkt passt, damit das nicht irgendwie eingefädelt werden muss. Das geht von ganz alleine quasi, oder? So ist es. Ja, das geht schnell. Die Farben, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Kindertagesstätte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ihr habt auf den Aufbauanleitungen den verschiedenen Farben auch verschiedene Funktionen gegeben. Und das Ganze ist sehr, ich sag mal, bunt, aber sehr freundlich geworden. Ja? Wie kommen die Farben an? Wir haben für die blaue Kiste, für die Wasserkiste, wo zwei Kanister mit dabei sind, die blaue Farbe gewählt. Okay. Das erinnert automatisch ans Wasser. Für eine Buffett-Box, die zu einer Schublade umgebaut worden ist. Nein! Simone, und komm mal her. Die Arbeitsfläche vergrößert. Bitte nochmal zumachen, mach nochmal zu. Das war zu schnell. Das ist eine große Schublade. Eine doppelte Schublade. Wir haben die auch einzeln, die gibt es aber auch dreifach. Dann bekommen wir eine Arbeitsfläche von ca. 70 cm zusätzlich.
die wir draußen nutzen können, aber auch innen. Das ist ja unglaublich. Dafür haben wir die freundliche orange Farbe gewählt. Okay, damit die Leute direkt wissen, das ist das, weil von außen sehen die alle gleich aus. Müssen ja, damit sie miteinander passen. Um die auch zu entscheiden. Okay. Die anderen Farben sind einfach für den Zweck. Wir schauen uns hier mal kurz an. Das ist jetzt das Tagessetup. Wir werden das gleich mal umbauen zum Bettruckzuck. Wir werden das mal machen. Und da, was ist das für eine Box hier? Das ist die Feuer Waterbox. Okay. Hier passen die Kanister rein. Die Kanister. Wenn du mir das mal zeigst mit dem Kanister, wie geht das? Wir schauen mal gerade hier vorne. Da vorne ist eine. Wir können das. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es den traditionellen Wasserhahn, Zapfhahn. Oder die Möglichkeit, einen Elektrohahn einzubauen. Stark. Das Ganze ist auch wasserfest. Das heißt, also es darf auch mal nass werden, sage ich mal. Wenn es natürlich im Wasser steht. Kurzfristig. Ja. Kurzfristig. Das ist, wir müssen wissen, dass es Holz ist. Holz ist nicht imprägniert gegen Wasser. Okay. Also das ist aber kein Problem, wenn es mal ein bisschen feucht wird oder es nieselt mal drauf oder es regnet mal drauf, man macht es wieder sauber, das ist kein Problem. So ist es. Ja. Was ist das für ein Holz? Das ist Sperrholz, was von beiden Seiten laminiert worden ist, mit hochwertigem Laminat, was abrieffest ist und auch benutzerfreundlich. So, du machst mir mal einen Gefallen, nimm mal so einen Deckel bitte. Einfach mal in die Hand. Hier haben wir den Fall einen Dreierdeckel. Okay, vielleicht einen Einerdeckel, wenn du mal einen hast. Kommt sofort. Ja, kommt sofort. So, das ist der Dreierdeckel, der kann... Ach, der kann oben drauf gelegt werden, das ist ein Einerdeckel. So, jetzt machst du mal Folgendes. Simone, nimm dir mal gerade den Deckel in die Hand, bitte. Komm mal her. So, und lass mal den Deckel bitte auf den Boden fallen. Und zwar einfach auf eine Kante. Ja, mach. Kannst du machen. Ja, darf sie. So, und bitte mal aufheben und jetzt mal auf die Kante mal bitte fallen lassen. Das haben wir nicht abgesprochen, okay? So, das kann ja mal passieren, aber... Jetzt mal ohne Witz, wenn ich in der Kindertagesstätte bin, da habe ich Holzklötze. Und das ist ungefähr, also das hält das aus. Das kann runterfallen, das kann kratzen. Das ist, ich sag mal, alltagstauglich. Siehst du irgendwas, Simone? Nein, gar nichts. Gar nichts. Ich weiß nur, dass jetzt alle hier drin wach sind. Ja, das ist ja wichtig. Ich meine, das Zeug muss ja halten. Also, dafür ist es ja gedacht. Das haben wir vorher nicht abgesprochen, oder? Nee. Es ist ja so, es kann ja mal runterfallen, es kann kratzen. Die Oberflächen sind kratzfest, oder? So ist es. Die sind abnutzungsfest. Guck dir mal das Gesicht an. Das haben wir nicht geplant. Das fixen alle. Ich wollte jetzt nicht das Dreierbrett runterfallen lassen, weil das ist ja, das ist Multiplex, das heißt sehr stabil, oder? Ist stabil, so wie man sieht. So, jetzt mal gerade diese Platte hier, die kann hier vorne eingehangen werden, oder? Das heißt, wenn ich die nicht brauche und ich öffne das, dann habe ich hier solche Ablagen. Ja. Wie funktioniert das? Das sind eine der... Funktion, wie man die Decken noch anders nutzen kann, als eine Ablagefläche. Einzeln oder doppelt. Und die bekommen wir ganz einfach weg, wenn wir die nicht mehr brauchen. Es ist so genial. Wie sind die miteinander verbunden, dass die jetzt so festhalten? Das sind die einfachen Verbindungselemente, die wir auch zum Transport der Kisten nutzen. Okay. Und so werden die einfach verwendet. Das heißt, da klappert auch gar nichts, das ist alles total fest. Alles, das Teil ist nicht zu bewegen. Ja. Doch, ein bisschen. Also nochmal, dieses Teil hier ist komplett miteinander verzapft, verbunden, aber man kann es direkt auseinandernehmen. Sofort, in wenigen Handgriffen. Das ist jetzt das Bett. Wir zeigen das mal gerade. Also wir werden auch gleich mal das Bett umbauen. Innen drin, Vorsicht, Simone, dass wir das haben. Und das Coole ist, das kann ich mir jetzt sogar vorstellen, jetzt im Gästezimmer, oder? Ja, das ist perfekt. Nimm wenig Platz ein. Wenn ich es brauche, baue ich es auf. Zwei Minuten später kann man liegen und schlafen. Wunderbar. So, das ist ein Schubladenelement? Ja, hier haben wir genau die gleiche Schublade, wie wir schon im Auto gesehen haben. Die doppelte. Um das Bett aufzustellen, so wie wir das hier sehen, brauchen wir eigentlich nur 6 Kisten. Sag mal bitte. Also das heißt, unten drunter ist das nicht voll, sondern man kann alle Kisten nehmen, man muss aber nicht. Doch, wir brauchen 6 Kisten, um ein Bett aufzubauen. Okay, aber ich brauche nicht immer eine Kiste drunter, sondern wie man sieht, man hat ja auch solche Streben. So ist es. Streben. Die stehen an bestimmten Stellen. Wenn wir wissen, wo die stehen, haben wir auch einen zusätzlichen Stauraum. Nein! Zu dem wir einen direkten Zugang haben. Das heißt, du kommst von oben an den Stauraum ran, du musst keine Kisten umbauen? Überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich nachts mal Hunger bekomme, dann kann ich mir auch die Erdnüsse rausholen. Du bleibst liegen. du bist so verfressen. Das ist echt, aber du bist ja jung, du machst Sport, du darfst das, es passt. Und da, was ist da drunter? Hier haben wir freien Stauraum, okay, den wir auch
nutzen können. Ah, da kommst du von oben ran, einfach in den Stau. Das heißt, du musst nichts umbauen, du kommst von überall ran. Nee, von oben, von den Seiten ist der Zugang frei. Sag mal, sensationell ist das ja auch, wenn du jetzt ein Motorrad hast. Das heißt, du kannst also einfach das so aufbauen, dass du die Mitte frei halten kannst. Kannst du es noch verzonen, dass, ich sag mal, Elektromotorrad reinfahren, das würde gehen, genau, oder? Jawohl, Fahrrad, Elektrofahrrad. So, jetzt ist das hier hinten hochgestellt, so eine Lounge-Funktion. Wie kriegt man das runter? Hier nutzen wir zwei zusätzlichen mit... Was? Die Ach so, für den Winkel. Genau, den Winkel bekommen wir mit den vier reingesteckten Elementen. Den können wir auch drehen. Dann bekommen wir einen anderen Winkel, wenn wir alle drei auch noch umgedreht haben. Okay, was habe ich jetzt hier für ein Gewicht? Also natürlich leer, wenn da jetzt gar nichts drin ist. Was hat das für ein Gewicht? Das ganze Set wiegt 100 Kilo. Komplett. Der ganze Ausbau quasi meines Campers wiegt dann 100 Kilo. Das ist ja auch wichtig, wenn ich viele Personen mitnehme und so. Aber für zwei Personen ist das ziemlich genial, oder? Jawohl. Also, das heißt, ich kann für unter 3.000 Euro, da sind die Polster dabei, da ist alles dabei, das kann ich überall nutzen. Ich kann es umbauen in Fahrzeugen, denn diese Streben, die gibt es in verschiedenen Längen. Jawohl, die sind modular, so wie die Kiste, damit wir zwischen den Kisten genau den Maß bekommen oder die Hälfte. Okay, das heißt, das ist jetzt zum Beispiel das Maß für einen VW T6 oder für irgendwas anderes. Dass, wenn ich jetzt ein kleineres Fahrzeug habe, dann brauche ich nur die Streben zu ändern. Hier. So ist es. Dann bauen wir einen 20er rein und wir bekommen dann 1 Meter Breite. Krass. Ja, wir haben auch kleine Fahrzeuge da. Wir werden jetzt mal das Bett umbauen, dass wir das mal sehen. Die Simone ist nämlich schon ein bisschen müde geworden, höre ich gerade. So, Simone, schau mal zu. Das Team darf beginnen. Please, bau das Bett um. Ja. So, wenn du mal kurz hier entsprechend moderierst, was er macht. Ja, wir müssen, um das Bett aufzubauen, müssen wir ein paar Deckeln runter machen, genau, abnehmen. Und es sind genau 3 Stück. Die Kiste, die vorhin als Tisch genutzt worden ist, wird dazugestellt, verbunden. Mit den einfachen Steckelementen. Die Wasserkiste kommt nach unten. Da kommen die langen Verbindungselemente. Ohne Werkzeug. Ohne Werkzeug. Und sieht wie Kinderspiel aus. Also kinderleicht. Und wenn die Eltern mal sagen, oh, die Kinder nerven mich gerade, lass sie einfach mal das Bett hin und her bauen und dann sind sie beschäftigt. Dann gehen die Elemente leicht rein. Ohne zu... Ich glaube, das ist wichtig, dass das Spiel rauszukriegen, das genau richtig ist, oder? Das ist wichtig. Ja. So, das sind jetzt die zwei letzten Elemente von der Konstruktion. Das waren übrigens 90 Sekunden jetzt, ja. Das ist jetzt die Liegefläche. Jetzt. Warte, ich komme mal kurz auf die andere Seite, dass wir das mal sehen, wenn du mal kurz mitkommst. Hier sieht man jetzt rein, jetzt kommt die erste Liegefläche rein. Die ist drauf. Und das sind jetzt die letzten eigentlich Bewegungen. Und Schritte, ja, die Dreieckdeckeln. Das heißt, ich brauche kein Elektroingenieur zu sein, um das zu können? Nee. Wie wir sehen, sind es 2,5, vielleicht 3 Minuten gewesen. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Übung. Ich habe ja zwei linke Hände. Ja. Kann man das verwechseln irgendwann mal? Also, das geht gar nicht. Das ist fast unmöglich. Fast unmöglich. Nee. Simone, bitte einmal testen. Sag mal, das ist irre lang, oder? Ja. Okay. 2 Meter lang. So, bitte mal ganz drauf. Komm. Jetzt ist ein Messebetrieb. Da kann man ja nicht alles machen. Und ich zeig mal gerade. Das ist jetzt lang und jetzt würde ich dich bitten, Peter, leg dich mal neben die Simone. Du bist jetzt der Ehemann. Ihr beide macht jetzt Urlaub. Ja. So, und da sind wir jetzt. Und es ist so geil. Das heißt, also du kannst Elektropumpe ja ranmachen. Das bietet ihr auch an. Und dann hast du zeitgleich auch diese Außendusche mit drin. So, jawohl, das ist. Das ist alles, oder? Das ist alles. Ist das geil. Ja, ihr kommt aus Polen. Man muss wirklich sagen, die Polen sind Hammerhandwerker. Ja, wenn man sieht, also, dass das Volkswagen-Werk ja in Polen steht. Das neue Fiat-Werk wird in Polen gebaut. Ja. Ihr seid der Nachbar mit der längsten Grenze, weißt du das überhaupt, zu Deutschland? Das kann sein. Von oben bis unten, ist wirklich so. Ja. Und ich sag mal, das hier zu fertigen, das ist wirklich Hightech. Wie geht ihr da vor? Was habt ihr für Maschinen? Ja, CNC-Maschinen, um das Holz zu bearbeiten. Ja.
Und die Matratzen, das ist reine Handarbeit. Ihr habt Glück, die Holzpreise sind ja in den Keller gefallen. Man kriegt Holz hinterhergeschmissen, oder? Ja, also jeder Kauf ist ein Kampf. Ehrlich? Jawohl. Das heißt, du weißt nicht, was du in 4 Wochen dafür bezahlst. So ist es. Die Preise, die können nicht garantiert werden. Aber das Coole ist ja, in Polen ist ja viel Holz, da wächst ja viel Holz. Ja, noch ja. Noch ja. Die kommen nicht nach. Die kommen nicht nach. Sag mal, Holz, das kann ja nicht irgendein Holz sein. Das muss ja trocken sein, das muss genau die Luftfeuchtigkeit haben. Ihr baut aber jetzt nicht das Multiplex-Holz, sondern das kriegt ihr schon angeliefert, oder? Also hier, das Holz selber, dieses mehrlagige Holz, das baut ihr nicht selber, sondern das Holz selber kriegt ihr geliefert. Das Holz wird von uns laminiert. Ja. Ja. Also fix und fertig, wie wir das eben hatten, sodass es runterfallen kann, da gehen keine Ecken ab. Ist der Begriff Kindertagesstätte, war der gut gewählt? Weil die Kinder, die spielen ja mit den Dingern, die achten auf nichts, die schmeißen runter. Hat jemand das schon mal fallen lassen hier auf dem Stand? Nee, hier nicht. Bis heute nicht. So, du warst der Erste. Das ist cool. Wie gefällt's dir denn? Gut. Wie ist der Liegekomfort? Auch gut. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr auch einen Topper? Gibt's sowas? Also wenn einer noch sanfter liegen möchte. Noch Matratze, noch was. Im Programm nicht. Im Programm nicht. Aber da passt ja jeder normale Topper drauf, also, den man machen kann. Ja. Prima. So, last but not least ist natürlich, man muss den Leuten wirklich erklären. Also, Messepreis hier 2.805 Euro. Ist da alles dabei, was wir hier gesehen haben? Ist der komplette Satz mit dabei, plus das, was wir bis jetzt gesehen haben, kommen die entsprechenden Taschen dazu, in die man die Kleinteile auch verstauen kann. Für den Transport und fürs Zuhause. Okay, das heißt, da ist dabei das Wasser, da ist dabei die Kochbox, da passt wahrscheinlich dieser normale Kocher, den alle haben, rein. Jawohl. Der schöne. Was ist noch dabei? Dann haben wir noch die Armlehnen bei dem Set dabei, dass wir dann immer noch auf 15 cm auf beiden Seiten dazu bekommen. Armlehnen, was ist das? Ja, das hier, da vorne. Mal. Kannst du mal gucken? Weil wir haben ja hier die 1,20 Meter Liegefläche und durch die Radkästen können wir ja natürlich nicht dran bauen normalerweise. Ja. Und durch diese Adapter und diese Erweiterung bringen wir noch jeweils mal 15 cm zusätzliche Liegefläche hinzu. Achso, die Beine, das ist ja egal, ja. Genau. So, und somit hast du dann nochmal 1,50 Meter oben in der Breite. Okay. So, und bei dem Set, was du eben geguckt hattest dann, mit dem Setpreis auf der Messe für 2.800, ist eben der Doppelbuffet drin, mit einem langen Auszug. Ja. Und den gibt es aber eben auch in kürzeren Versionen, das ist auch eben günstiger entsprechend. Und eben auch die verstellende Kopfstützen, das ist eben auch in diesem Nomad-System, was wir jetzt hier sehen, drin eben dabei. Es gibt noch eben das Base-System, das ist günstiger. Das ist ohne die Armlehnen, ohne die Kopfstützen und mit einem einfachen Auszug. So, und das Ganze kommt hier in der Transportbox. Wie sieht denn so eine Box befüllt aus? Habt ihr eine da zufällig, eine volle? Volle Box? Hier eine volle Transportbox hier, so ein... Nee, wir haben es ja alles ausgeräumt, aber tatsächlich ist das jetzt, also das sind die Taschen, da kommen jetzt die langen Bretter rein letztendlich und die Auflagen, die Matratzen. Und das sind die entsprechenden Transporttaschen, um die ganzen Elemente ordentlich auch während der Reise mit sich tragen zu können und mitzuführen können und entsprechend hier eine kleine Tasche, das ist alles mit Klett, damit das dann auch entsprechend hält. Mhm. Und da vorne haben wir noch eine Tasche. Die sind dabei? Die sind dabei. Okay, das heißt, auch die Möglichkeit haben, da soll ja nicht rütteln und nicht schlackern und nicht durch die Gegend fliegen. Die sind immer dabei. Bedeutet, ich bin jetzt zum Beispiel Student mit kleinem Budget. So, ja. Und habe eine Studentenbude, dann kann ich hier mein Bett kaufen. Ja. So, das Bett bei Ikea, das kostet wie viel? 500 Euro mittlerweile, so ein kleines? Ja, wenn du es dafür bekommst. Wenn du es dafür bekommst. Da ist noch keine Matratze dabei mit allem drum und dran. Hier kriege ich alles komplett. So, dann kann ich das zu Hause aufbauen. Und wenn ich dann mit dem Camping unterwegs bin, packe ich das Ding komplett ein. Und habe auch hier schon Staufächer mit allem drum und dran, habe ich schon übrig. Eben. Sag mal, wenn die Leute sehen, 2.000 Euro und so, habt ihr so ein Budget? Kann man beginnen mit einer kleinen Version, die ein bisschen günstiger ist? Oder ist das schon so der Einstieg? Ja, also das, was wir eben gesehen haben, ist schon das mehr oder weniger das teuerste. Wir haben noch das Base-System, was 2.600 Euro regulär kostet und auf der Messe natürlich noch ein bisschen weniger. Okay, aber ich sag mal rund 3.000 Euro, da kann ich ihn ausmachen. Jetzt habt ihr noch was Besonderes. Ihr habt Taschen entwickelt, die unglaublich fett sind, Peter. Die ihr eigentlich, bleiben die Leute alle wegen den Taschen stehen, die raffen irgendwie nicht. Und ihr verkauft die Taschen wie blöd. Also es ist wirklich so, oder? Was sind das für Taschen? Das stimmt. Wir haben hier zwei Organizer vorbereitet, ein großes, ein kleines. Das Clou ist, die sind alle verstellbar. Und man stellt die sich zusammen quasi. Ja. Ja. Und die halten auch ewig.
Also ich kenne das aus dem Offroad-Bereich, da ist das Standard mittlerweile. Aber ihr habt das für normale Camper quasi umgesetzt, oder? Jawohl. Okay. So, das ist das kleinere System. Das ist mit Saug oder mit Magnet? Wie geht das? Die sind ausgestattet in Gürtel. Okay. Die Öffnungen sind dafür, um einfaches, genau, der Saugknopf oder Karabiner, wie auch immer, oder bestimmt verschiedene Haken. Airline würde auch gehen, oder? Das heißt, da kann man die anhängen. So, das Ganze, sagen wir mal, das Ganze kann auch auf der Rückseite, das ist das Coole. Deswegen ist da oben der kleine Haken dran, da kannst du die hier hinten anhängen. Ja. Und da sind ja auch schon die Nüsse, die guck mal hier. Geguckt, ne? Hast du schon gesehen, sind da welche drin noch? Guck mal. Ja, geil, dann möchte ich mir gleich mal welche nehmen. Das Coole, zeig mal gerade rein, Felix, wie das geschrieben ist. Da ist nämlich polnisch drauf, zeig mal. Das hier meinst du? Das habt ihr mitgebracht aus Polen. Nee, an der Seite, guck mal hier. Das ist, wenn du das mal gerade aussprichst, weil ich kann es nur so. Das sind ganz einfache Orzeszki Ziemne. Ah ja. Das ist mir oder? Geil. Ziemne oder so ähnlich. Das ist so, es gibt da so viele Buchstaben im Polnischen, die irgendwie nichts mit den Deutschen zu tun haben. Das ist total cool. Sieht aus wie Deutsch, aber man spricht es ganz anders. Klingt oder? Total anders. Polnisch ist voll die harte Sprache, finde ich. Also für jemand, der es nicht kann, oder? Das. To mogę tylko potwierdzić. Sehr gut. Was hat er gesagt? Tak, weiß ich nicht. Ich sag mal, przepraszam, ja, das ist Netz. Ich bin schuld, ich bin Deutscher, sag ich dann immer. Ich verstehe kein Polnisch. Nein, ich auch nicht, nein, genau. Also da ist es. Und ich darf Sie mal kurz fragen, wenn Sie sich das mal kurz angucken, haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Das sind Stapeldosen für hinten in der Garage. Ja, hinten in der Garage, ja. Aber schauen Sie mal, man kann aus denen hier ein Bett machen. Wollen Sie mal schauen? Vor unserem Bett? Ja, komplett das Bett kann man umbauen. Cool. So, man kann dann aus dem Bett kann man sofort ein Sofa machen, wenn Sie das mal sehen wollen. Nee, wir haben ja ein anderes Wohnmobil. Ja, lass das mal sehen. Ja, natürlich. Sie müssen sagen, hier, zeig mir das mal. Bitte mal zurückbauen. Einmal hier zurückbauen. So, er macht das mal ganz kurz. So, ja. Das ist jetzt Liegeposition. Sie wachen morgens jetzt auch mit Ihrem Mann im Arm und den Hunden. Warte, ich zeig das mal gerade, den zwei Stück. Aus der Goldig. Einer. Das sieht so viel aus. Ein Sheltie ist das. Und die ist 14. Die ist 14? Ja. Ist sie schon blind, oder? Ja. Okay. Blind und taub und. Und hört nicht mehr, wenn sie will. So, jetzt haben wir ungefähr 30 Sekunden geredet und er ist schon dran. Er macht jetzt quasi aus der Tagesversion, aus der Nachtversion die Tagesversion. Das geht ruckzuck. Und dann haben wir gleich zwei Sitzbänke. Okay. So, und wir werden auch gleich mal ein bisschen was zeigen, damit sie auch richtig einen Aha-Effekt kriegen. So, man nimmt noch die Sachen auseinander. Hier vorne ist nämlich ein Auszug drin. Da ist der Koffer mit drin, mit allen drum und dran. Das ist hier das Modul, ist die Wasserbox, oder? Richtig, normalerweise kommt hier die Wasserbox auch hier hin. Das ist es jetzt mal gar nicht, die ist noch ein bisschen blau. Und dann kommt aber hier der Wasserhahn, den gibt es ja dann eben, wie erklärt, schon mit Motor oder ohne. Okay. Und so behandelt oder wird das dann immer verwendet, gerne, wenn man das Dach aufmachen kann. So, jetzt kommen hier vorne die Polster drauf. Mhm. Man darf auch jetzt mal beachten, dass auch dieses, wir können das ja modular drehen, wie wir wollen. Ne? Also wir können das ja auch im Tagesmodus, wir drehen die Box einfach, wenn es dann draußen regnet, und können nach innen ausziehen in den Sitzmodus. In der Mitte zum Beispiel. Genau. Ja, also wir können das ja überall hinstellen, wo wir wollen. Aha. So. Gut. So, es ist so die Idee, dass man einen ganz normalen, ich sag mal, Wagen hat, egal was, klein, groß, mittel, und man kann daraus einen Camper-Ruckzuck machen. Das ist die Idee. Das ist schon eine tolle Idee, ja. Für relativ wenig Geld, muss man auch sagen. Also man weiß ja, was heute Camper kostet. Man nimmt den ganz normalen Kastenwagen, baut ihn um. Sie mögen sich einmal ganz kurz reinsetzen, dass wir das nur mal sehen. Sie sind ein sehr großes Exemplar. Darf ich mal Ihre Größe erfahren? 1,55. So, Simone, komm mal mit dazu. Ihr beide schnackt jetzt mal nebeneinander. Und ihr seid auf großer Tour, seid ihr in Holland? In Holland? Ja, wir sind jetzt in Holland, wir müssen uns das vorstellen. Ich kann dir alles zeigen, da wohne ich. Du wohnst in Holland? Ja. Okay, cool. Gut. So, jetzt sitzt ihr gegenüber, ist natürlich die Deckenhöhe, dafür kann ich nichts. Ja, für mich geht's gerade. Geht's gerade? Ja, das können uns die beiden bestimmt auch beantworten, ob es das vielleicht noch ein bisschen... Für mich geht's gerade, aber mein Mann kann hier nicht sitzen. Noch ein bisschen flacher? Eben, wenn ihr einmal rumkommt, dann können wir euch die flache Version zeigen. Okay, mache ich mal gerade. Die flache Version, das heißt, wenn ihr also jetzt einen Camper habt, der, ich sag mal, nicht so viel Freiheit hat, zum Beispiel, was könnte das sein? Bitte was? Ein Range Rover, der jetzt ein bisschen niedriger ist, oder letztendlich auch ein Caddy. Okay. Ne, damit ich ein bisschen mehr Kopffreiheit habe, ob es beim Schlafen ist oder beim Sitzen. Deswegen so, das haben wir jetzt für ein Caddy zum Beispiel, also für ein kleines Auto, Range Rover oder so. Mhm. Ja. Genau, und deswegen haben wir dann die halben Höhen. Und hier gilt wieder das Prinzip, auch zwei halbe machen wir ein ganzer.
dass ich sie auch wieder multifunktional überall für verwenden kann. Auch hier siehst du wieder mit Schubladen, ne? Wenn ich sie möchte, mit unseren Buffets. Hier ist es extra für so einen Caddy, so ein kleiner, 1,75, einer in der Gesamtlänge. Und ja, und so kann ich das entsprechend genauso aufbauen, abbauen. Dein Vorname? Gisela. Gisela, und du bist der? Hüb. So, danke, dass du deine Frau motiviert hast, nicht gleich wegzugehen. Und sie heißt nochmal wie? Sunny. Sunny. Ja, vielen Dank, Sunny. Alles gut bei dir? Oh, bist du goldig. Was ist denn los hier? So, vielen Dank fürs Einschalten. Das ist Voyo. Das Logo ist ein bisschen schwer zu lesen, würde ich mal sagen. Oder ist da Voyo eindeutig zu erkennen? Nur wenn man es weiß. Nur wenn man es weiß. Das Ganze findet ihr auf voyo.pl. Ihr seid in Berlin? Tschüss. Nein, sind wir nicht. Wo seid ihr in Deutschland auch? Wir sind in Deutschland auch. Wir sind in Melle bei Osnabrück noch. In Norddeutschland, Osnabrücker Land. Da könnt ihr uns noch finden. Und sonst natürlich unser Stammhaus ist in Oppeln. So, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Auch dir, Bastian. Und ich muss noch kurz zum Peter. Danke auch Simone. Peter, du machst wieder die großen Geschäfte. Vielen, vielen Dank. Hast du toll gemacht. Es kommt wirklich super an hier auf der Messe. Ihr seid wirklich der Geheimtipp, oder? Vielen Dank. Dankeschön. Was heißt Tschüss nochmal auf Polnisch? Cześć. Cześć. Ciao, ciao.